Der Core Free wird für dieses Jahr mein neuer Kite sein. Und den habe ich mir in den folgenden Größen geholt. 9, 12, 15. Bevor wir jetzt über den Core Free sprechen, möchte ich betonen, dass ich in keinem Vertragsverhältnis zu Core stehe und auch nicht irgendeine Zahlung oder irgendein Sponsoring für dieses Video bekomme. Ich habe jedes Jahr die Wahl, mir Kites auszusuchen, die ich selber fahren möchte. Und es ist vollkommen egal, was für einen Hersteller ich wähle oder was für ein Modell ich wähle. Das bedeutet, dass hier ist auch kein, ich werde jetzt keinen wissenschaftlichen Bericht über diesen Kite machen, sondern einfach nur meine Eindrücke und den Grund dafür, warum ich diesen Kite für diese Saison ausgewählt habe. Ich habe mich beim Core Free für die weiße Variante entschieden und das aus mehreren Gründen. Zum einen mag ich das Design in Weiß, das sieht freundlich und hell aus und ich finde das Weiß bei den Core Kites sieht sehr edel aus. Der Gelbanteil ist deutlich geringer, als man das bei anderen vorherigen Core Kites kennt. Und dafür ist der Schwarzanteil ein bisschen höher. Und ich mag wirklich diese Farbkombination sehr. Weiß hat natürlich den Nachteil, dass man da vielleicht auch mal über längere Zeit Rückstände von Sand und sowas und leichte Verfärbung drauf erkennt. Aber wenn man gut damit umgeht, ich bin meistens an einem Kitespot, wo kein Sand ist, sondern Rasen, wird das nicht passieren. Und bei Schwarz ist es einfach so, das ist nicht schlimm, aber es ist halt etwas, was ich nicht so toll finde. Wenn man einen schwarzen Kite einpackt und da ist noch ein bisschen Salzwasser drauf und sowas, dann bilden diese Salzkristalle auf der Oberfläche so ein bisschen so das Bild, als ob es Schimmel wäre. Es ist kein Schimmel, einfach nur ein bisschen Spucke nehmen oder ein bisschen Wasser über die Strut rüber und dann hat man diese kleinen weißen Punkte weg. Das sind so die Gründe, warum ich mich eigentlich für Weiß entschieden habe. Core kam im letzten Jahr mit dem Core Free um die Ecke und ich muss zugeben, dass als er auf den Markt gekommen ist, ich ihn nicht so richtig einordnen konnte und mich gefragt habe eigentlich, warum der da ist und was das Ganze überhaupt soll. Schauen wir uns mal die komplette Produktlinie von Core an, bevor wir jetzt auf den Core Free zu sprechen kommen. Über Jahre zuvor hatte Core immer nur zwei Kites und nur eine Farbe. Und das war der XR Kite für Big Air, für Freeride und dann gab es den GTS Kite für Wave, für ein bisschen Freestyle und für ein bisschen knackigeres, sportlicheres Fahren. Diese Kites unterscheiden sich in ihren Eigenschaften sehr stark. Der XR Kite hat ziemlich einen sehr hohen Grundzug und man muss schon mit wirklich Kraft den Kite einlenken. Also er hat schon ziemlich gut Kraft. Und geeignet ist dieser halt wirklich für hohe Sprünge, wo man lange in der Luft bleiben möchte und zum Freeriden. Das war auch zuvor der Schulungskite, den oftmals Schulen verwendet haben. Der GTS-Kite hingegen ist knackig sportlich zu fahren, hat geringere Barkräfte und lässt sich viel direkter steuern. Dann kam Core mit dem Impact, das ist der C-Kite zum Freestylen um die Ecke, und mit dem Section für die Welle. Das ist so die Specialized-Linie, die sich an alle richtet, die wirklich sich nur in diesen beiden Bereichen aufhalten möchten. So, und jetzt schauen wir uns mal den Core Free an. Für mich schien es so, als ob der Core Free quasi eine gedrosselte Variante in seiner Kraft zum XR-Kite ist. Und da habe ich mich gefragt, ey, wenn ich doch ein Auto mit 400 PS fahren kann, warum sollte ich mich für die 100 PS entscheiden? Und da ging das bei mir los, dass ich so gezweifelt habe, warum ich denn diesen Kite haben sollte und für wen der überhaupt geeignet ist. Und jetzt habe ich lange Zeit mit dem auf dem Wasser verbracht und habe mich in das Ding echt verliebt. Und das aus mehreren Gründen. Bevor wir jetzt aber genauer auf den Free eingehen, will ich nochmal betonen, dass ich die Jahre zuvor ein absoluter Fan vom GTS-Kite gewesen bin. Und das aus folgendem Grund. Es ist nämlich so, ich bin so ein recht phlegmatischer Typ. Ich will alles so ein bisschen können und ich will bei allem so ein bisschen mitmachen und meinen Spaß haben. Und wenn ich gerade morgens wach werde und ich habe Bock mal mit einem Alaya Kiteboard oder mit einem Directional Kiteboard, mit einem Twin Tip fahren möchte, dann will ich das einfach machen können und will nicht sagen, oh, dafür ist der Kite jetzt nicht so gut geeignet. Und da war das so, dass der GTS Kite für mich wirklich alle Welten am besten verbunden hat in einem Produkt. Und dazu kommt auch noch, dass er auch sehr gut geeignet ist für ausgehakte Sprünge, die ich auch hin und wieder mal trainiere. Ausgehakte Sprünge, da ist der XR-Kite ungeeignet, deswegen habe ich den weggelassen. Und es ist auch so, ich bin auch ein Fan von einer direkten Lenkung. Wenn ich die Bar einschlage, will ich keine lange Verzögerung haben, sondern Kite soll direkt reagieren auf das, was ich mache. Und da war auch immer der GTS für mich besser geeignet als der XR-Kite.
Wenn wir uns jetzt mal das Profil beider Kites, XR und GTS Kite, anschauen, dann ist es so, der XR Kite, der zieht dich wirklich, man kann damit sehr leicht das Springen erlernen, man kann sehr leicht hohe Sprünge damit machen. Er zieht dich harmonisch nach oben, wenn du die Bar anziehst, trägt dich da oben so lange, du glaubst, du kannst eine Kippe anzünden und lässt dich dann langsam wieder runter. Beim GTS Kite hingegen war es so, der hat einen nach oben geschossen, hat dich kurz oben gehalten und dann wieder recht zügig wieder nach unten auf die Wasseroberfläche kommen lassen. Und ich wünschte immer, dass es einen Kite gibt, der nicht so langsam ist wie der XR Kite, damit ich damit halt auch in eine Welle und mit einem Directional Kiteboard gut zurechtkomme. Aber ich wollte nicht so hohe Barkräfte haben und ich wollte halt auch etwas haben, was schneller ist als der XR Kite. So, beim GTS Kite, der hat mich nicht mehr so lange getragen. Und genau diese Punkte, finde ich, erfüllt der Core Free Kite. Der Core Free Kite schließt ideal die Lücke zwischen diesen beiden Kites XR und GTS. Er ist etwas langsamer in seiner Drehbewegung als der GTS Kite und schneller als der XR Kite. Er trägt einen besser oder länger in der Luft gefühlt, nicht gemessen, gefühlt länger in der Luft als der GTS Kite. Und ich kann nicht beurteilen, ob er einen kürzer in der Luft hält als der XR Kite. Das hängt aber auch ein bisschen wahrscheinlich mit meinem Gewicht zusammen. Da kommen wir auch auf ein knackiges Thema zu sprechen. Ich vermute, also das ist einfach nur meine Meinung oder meine Empfehlung, wenn ich ein Kiter wäre, der mehr als 90 Kilo wiegt, würde ich mich eher für den XR Kite entscheiden. Wenn ich eher zu den leichteren Kitern gehöre, ich wiege unter 70 Kilo, trägt der Free Kite einen auch ausreichend lange, dass man da nicht so den großen Unterschied feststellen kann. Zumindest konnte ich es nicht in der Luft feststellen. Okay, ansonsten von seinem Gesamtbild, muss ich sagen, lädt er wirklich sehr zum Spielen ein. Wenn man an der Bar zieht, entwickelt er nicht so massive Kräfte, dass man so sagt, oh, was passiert denn da jetzt? Da ist er richtig Dampf hinter. Sondern es ist wirklich alles harmonisch und soft ist der falsche Ausdruck dafür, weil soft hört sich für mich an, als ob der keine Power hätte. Das stimmt nicht. Also der hat schon seine Kraft, aber wie gesagt, der lädt einen halt total ein, neue Sachen auszuprobieren. Und ich denke, besonders für Einsteiger ist dieser Kite sehr gut geeignet. Ein paar Eigenschaften, die für Einsteiger wichtig sind, ist leicht Höhe und viel Höhe laufen zu können und ihn sehr leicht aus dem Wasser gestartet zu bekommen und nicht durch schnelle Drehbewegungen sofort überfordert zu sein. Und diese Anforderung erfüllt der Core Free ideal. Wo ich dem Core Free einen Abzug geben muss, ist halt bei ausgehakten Sprüngen. Also wenn man ausgehakte Sprünge lernen möchte, dann merkt man schon wirklich, dass man mit dem GTS-Kite deutlich besser aufgehoben ist als mit dem Core-Free-Kite. Aber ansonsten für Einsteiger, die noch am Überlegen sind, was sie in Zukunft machen möchten, ob die ausgehakte Sprünge machen wollen, ob die in die Welle mit Directional-Kiteboard fahren wollen oder ob die mit dem Twin-Tip einfach nur Freeriden wollen oder große Sprünge machen wollen, ist das ein Kite, der den Anfänger nicht überfordern wird und ihm, glaube ich, eine sehr gute, sehr schnelle Lernkurve ermöglicht. Und ohne ihn dabei zu überfordern oder ohne ihn, ich sage jetzt mal, durch große Kraftentfaltung und schnelle Drehbewegungen zu erschrecken. Man kann damit zwar auch die, also als Allrounder kann man damit auch die ausgehakten Sprünge machen. Aber wie gesagt, also es ist möglich, aber so richtig geil ist er in diesem Bereich nicht. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig erklären, warum ich begeistert bin von diesem Produkt und warum ich mich dazu entschieden habe, in diesem Jahr privat immer mit dem Core Free Kite unterwegs zu sein. Und wenn du ihn testen möchtest, kannst du ihn jederzeit bei mir rausholen und selber ausprobieren und selber darüber urteilen. Und es folgen jetzt keine Aufnahmen vom Wasser, aber da ich viel damit unterwegs sein werde, werdet ihr den Kite oft genug in allen anderen Videos bei mir sehen. Bis dahin, viel Spaß auf dem Wasser.